schnelleres Internet, besserer Ping sind zumindest die Features, mit denen euch die meisten versuchen, was Neues zu verkaufen, wenn es um Netzwerk bzw. Internet geht. In Wahrheit sind das aber eher nette Nebeneffekte von einem pfSense-Router. Deswegen schauen wir uns im heutigen Video gemeinsam an, warum auch du über eine pfSense in deinem Netzwerk nachdenken solltest, wie man das Ganze installiert, einrichtet und klären dabei die auch nicht gerade unwichtige Frage, was an einem solchen pfSense-Router bzw. Firewall eigentlich das wirklich Geniale ist. Oder in anderen Worten, nutzt du aktuell noch den Standardrouter von deinem Provider oder irgendeine wunderbare Fritzbox, ist das genau das Video für dich. Bevor wir uns jetzt aber voll ins Geschehen stürzen, ist mir erstmal wichtig, dass auch wirklich jeder von euch versteht, warum wir das Ganze überhaupt machen. Immerhin hat jeder von euch ja schon irgendeinen Router bei sich herumstehen. Und im Grunde genommen macht die pfSense auch erstmal nichts anderes. Das offene, böse Internet von deinem Heim- bzw. Büronetzwerk trennen. Daher wohl auch kaum verwunderlich, wo die pfSense in seinem Netzwerk Platz findet. Genau dort, wo bisher deine Fritzbox oder was auch immer war. In der Praxis stößt man spätestens da aber auch schon aufs erste Problem. Wie bekommt man denn jetzt sein Internet überhaupt in die pfSense? Das Koax- oder Glasfaserkabel in den LAN-Port von seiner neuen pfSense stopfen, ist ja schon mal nicht die Lösung. Am einfachsten hat man es bei einem Glasfaseranschluss. Entweder man bekommt von seinem Provider sowieso nur ein Glasfaser-ONT gestellt, wie es beispielsweise die Deutsche Glasfaser bzw. bei uns in Österreich ÖGIG macht, oder aber man organisiert sich selbst einen passenden Transceiver und baut sich eine SFP-Netzwerkkarte in seinen pfSense-Router, um die Glasfaser auf direktem Weg anstöpseln zu können. Alternativ könnte man auch auf einen Media-Converter zurückgreifen. Wie ihr seht, Glasfaser nicht das Problem. Gut, jetzt sind wir in unseren Breitengraden aber noch weit davon entfernt, flächendeckend mit Glasfaser gesegnet zu sein. Wie schaut es denn jetzt bei klassischem Kabelinternet aus? Die einfachste Methode dafür ist seine bisherige Fritzbox. Und ja, ich bleib symbolisch jetzt mal bei der Fritzbox, weil sie bei uns im deutschsprachigen Raum einfach dermaßen verbreitet ist. Egal, auf jeden Fall die Fritzbox zu behalten und zwischen seinen Kabelanschluss und die pfSense zu packen. Hä? Die wollten wir doch loswerden! Warum das denn jetzt? Fragen an der Stelle immer wieder einige. Um das zu verstehen, schaut man am besten mal etwas genauer hin. Hier als Beispiel eine Fritzbox Cable 6690, könnte aber genauso gut jeden 0815 Telekom, Vodafone etc. Router als Beispiel nehmen. Und Router ist da auch schon das Schlagwort. Umgangssprachlich sagen wir zu dem Ding alle Router. Was es aber eigentlich ist, ist eine Modem, Router, WLAN Access Point, Netzwerkswitch, Combo. In dem Fall sogar noch eine kleine Telefonanlage mit dabei. Optimum wäre natürlich, ein reines Modem zu haben, bietet heutzutage aber kaum noch ein Provider an, schon gar nicht bei Privatanschlüssen. Die nächstbeste Option also, alles bis auf den Modemteil deaktivieren. Oder in Fachsprache, den sogenannten Bridge Mode aktivieren. Solltest du unsicher sein, wie und ob das bei deinem Router überhaupt möglich ist, am besten mal bei dem Support deines Providers anklopfen. Wenn nein, muss das aber nicht automatisch heißen, dass dein Provider ein Arsch ist. Ein drittes Szenario gibt's nämlich auch noch. Und zwar dieses, dass du einen Internetanschluss ohne öffentliche IP-Adresse hast. Zugegebenermaßen der absolute Worst Case, wenn auch nicht komplett aussichtslos. Fachbegriff dafür ist CG-NUT oder ausgesprochen Carrier-Grade-NUT.
bedeutet nichts anderes, als dass es gar nichts bringen würde, irgendwelche Ports in deinem Router nach außen zu öffnen oder das Ding gar komplett in den Bridge-Mode zu schalten, weil man sowieso in dem Netzwerk seines Providers gefangen ist. Heißt, würde ich beispielsweise versuchen, eine selbst gehostete Nextcloud, Plex Media Server oder was auch immer raus ins Internet zu bekommen, man würde kläglich daran scheitern. Gleiches kann einem aber auch bei einem modernen Glasfaseranschluss blühen, Stichwort DS-Lites. Vom Prinzip genau das gleiche, nur dass einem da zumindest eine öffentliche IPv6 zur Verfügung steht. Die IPv4 aber genau, wie eben schon erklärt, in einem CG-NAT feststeckt. Das Fass an der Stelle aber noch weiter aufzumachen, mit Dingen wie IPv6-Only-Anschlüssen und, wäre aber doch bissele viel. Solltest du davon betroffen sein, mal bei den Videos vorbeischauen, die jetzt rechts oben in der Infokarte bzw. unten in der Beschreibung verlinkt sind. Gibt da diverse Methoden, mit denen man sich Abhilfe schaffen kann, vom kleinen VPS im Rechenzentrum, über Bare Metal Proxmox als Hybrid-Cloud-Lösung bis hin zu einer Public-Cloud-Instanz beim Hoster deiner Wahl. Ich weiß, war jetzt vielleicht ein bisschen viel für den Anfang, aber da musst du jetzt durch. Hat man das nämlich hinter sich gebracht, kann's mit dem spaßigen Teil losgehen. Dem Teil, warum wir alle hier uns das überhaupt antun. Weil während dein jetziger Router zwar auch öffentliches Internet und LAN voneinander trennen kann, fängt's da beim pfSense-Funktionsumfang erst so richtig an. Das Konzept von ich vertraue allem in meinem Netzwerk einfach nur, weil es Teil von meinem Netzwerk ist, nur das große, weite Internet da draußen ist böse, ist schon lange überholt. Weil wir heute wissen, dass das, abseits vielleicht von dem Netzwerk deiner Oma, die sich höchstens mal ein bisschen durchs Internet klickt oder auf ihrem Fernseher Netflix gucken will, einfach nicht ausreicht. Bevor ich noch weiter abdrifte, aber endlich zur eigentlichen Installation von pfSense. Glücklicherweise gibt's dazu aber eher weniger zu sagen. Wenn wir uns ehrlich sind, könnte die Installation schon fast gar nicht einfacher sein. Bootet man die Installations-ISO von der offiziellen Webseite, Link unten in der Videobeschreibung, begrüßt einen direkt der Installations-Wizard. Hier muss dann mehr oder minder nur ausgewählt werden, wie und worauf installiert werden soll, den Rest erledigt der Installer für euch. Bei einer einzelnen Boot-SSD wählt ihr, wie auch gerade im Video zu sehen, UFS und klickt anschließend, ohne groß darüber nachzudenken, mit Enter, Enter, Enter durchs restliche Setup. Dann rödelt sich der Installer kurz eins ab und schon war's das mit der Basisinstallation. Einmal neu starten und deine pfSense ist einsatzbereit. Bevor man das Konsolenfenster allerdings endgültig hinter sich lassen kann, gibt's noch eine Sache zu erledigen: die Zuweisung der Interfaces. Wie ihr seht, erstellt euch die pfSense standardmäßig zwar ein WAN- und LAN-Interface, logischerweise weiß der Installer aber nicht, welches physische Interface du wofür nutzen willst. Um die Zuweisung zu korrigieren, wählst du Option 1, dann wirst du gefragt, ob VLANs konfiguriert werden sollen, will ich an der Stelle nicht, dementsprechend N. Der Rest sollte recht selbsterklärend sein, Name des Interface eintippen, das für deinen WAN-Port genutzt werden soll, Name des Interfaces eintippen, das für den LAN-Port genutzt werden soll, mit Y bestätigen, fertig. Zurück am Startscreen bekommt man dann auch schon die IP von seinem WebGUI angezeigt, in welchem wir uns auch direkt anmelden. Beim ersten Login schmeißt euch pfSense dann auch direkt in eine Art Hallo, willkommen auf deinem neuen Firewall, Wizard, in dem es aber fürs Erste reicht, ein paar rudimentäre Basiseinstellungen vorzunehmen. DNS-Server setzen, den wir in späteren Videos dann sowieso durch Edgard oder Pi-Hole ersetzen werden, Zeitzone auswählen, konfigurieren, wie das WAN-Interface seine IP beziehen soll, IP-Range seines LAN-Subnets setzen. Letzteres ist natürlich Geschmackssache, nimmt man ein 10er-Netz, belässt man es bei 192.168, ist dir überlassen. Zu guter Letzt nur noch ein neues, sicheres Passwort für den Admin-User
Und siehe da, hat man alles richtig gemacht, sieht man nicht nur sein Dashboard, sondern rechts neben Waren auch schon seine öffentliche IP-Adresse angezeigt. Wenn nein, könnte es an der Stelle noch notwendig sein, sich, wie es bei der Deutschen Telekom beispielsweise der Fall ist, via PPPoE mit seinen persönlichen Login-Daten einzuwählen, ein VLAN für sein WAN festzulegen, etc. etc. An dem Punkt bist du auf dich allein gestellt. Wäre jetzt viel zu spezifisch, das sämtliches an Providern und die verschiedensten Sonderfälle gemeinsam mit euch durchzugehen. Ein anderes klitzekleines Detail, das ich euch vielleicht bisher unterschlagen habe. Worauf installiert man das Ding eigentlich? pfSense als Software. Klar, aber Software ist nun mal nur die halbe Miete. Auf den ersten Blick mögen diese China, No-Name, AliExpress, Amazon-Dinger zwar recht attraktiv ausschauen, aber lieber nicht. Bevor du jetzt aber meinst, unten in den Kommentaren groß und breit davon erzählen zu müssen, wie zufrieden du mit deinem bist und wie falsch ich mit dieser Aussage liege, hör mir erstmal genauer zu. Ich habe grundsätzlich gar nichts gegen die Dinger. Zumindest nichts Effektives. Möglicherweise kommen sie sogar aus der exakt gleichen Fabrik wie so manche Marken-Firewall-Bare-Bones. Aber es weiß nun mal niemand. Und das ist doch genau das Problem, das ich mit den Dingern habe. Selbst würde ich jetzt hergehen, einmal von oben bis unten Amazon durchbestellen, um dann für euch den vermeintlich besten Bare-Bone herauszufinden, niemand, absolut niemand, könnte garantieren, dass du, wenn du in 2 Monaten über den exakt gleichen Link von dem exakt gleichen Shop bestellst, am Ende auch das exakt gleiche Stück Hardware in den Händen hältst. Businessseitig rate ich daher immer zu offiziellen Netgate Appliances. Ist zwar garantiert nicht die leistungsstärkste oder neueste Hardware, dafür bekommt man aber Top-Support und gefühlt laufen und laufen und laufen und laufen die Dinge einfach. Aber keine Sorge, hab natürlich auch eine budgetorientierte Empfehlung für euch parat. Weil, so toll ich die Netgate Appliances auf gewerblicher Seite finde, sie sind bei dem Preis nun mal nicht unbedingt was fürs Homelab und auch im Small Office Bereich wird erfahrungsgemäß gerne mal Preis über Support und Zuverlässigkeit gesetzt. Video zu meinen aktuellen Bare-Bone Empfehlungen sowie einen pfSense Selbstbau Router im 19 Zoll Formfaktor jetzt rechts oben in der Infokarte sowie unten in der Videobeschreibung verlinkt. Anderes Thema, das ich an der Stelle wohl noch ansprechen sollte: Kann ich meine pfSense nicht auch einfach virtualisieren? Hab ja sowieso schon einen Server bei mir am Laufen. Ja, das kann man schon machen. Würde, sofern man jetzt nicht unbedingt einen High Availability Cluster bei sich am Laufen hat, aber eher davon abraten. Weil was ist, wenn der Hypervisor irgendwelche Probleme hat? Doch irgendwann mal bei einem Update was schief läuft. Naja, dann sitzt man halt ohne Internet in der so ziemlich blödesten möglichen Situation da. Muss irgendwie versuchen, seinen Server zu fixen, gegebenenfalls Backups von Offset wiederherstellen, den Hypervisor neu installieren, was, egal wie man es dreht oder wendet, eher ungeil ist. Daher empfehle ich, immer dedizierte Hardware zu nutzen, sei es jetzt von Netgate direkt oder eben irgendeinem Bare-Bone oder Selbstbaulösung. Lässt mich nachts einfach besser schlafen, entscheiden muss es im Endeffekt aber jeder für sich selbst, ob es einem die dedizierte Hardware wert ist. Könnt mir ja gerne eure Erfahrungen damit unten in die Kommentare schreiben, aber dass ich mal erlebt hätte, dass sich eine pfSense Appliance plötzlich verabschiedet, war so nie. Und selbst wenn, dauert eine Neuinstallation samt Config-Import keine 5 Minuten. Halten wir abschließend also nochmal fest, das Hauptaugenmerk für eine pfSense ist nicht, wie viele immer annehmen würden, die Performance. Außer vielleicht, du lebst in der Schweiz,
den Niederlanden oder Dänemark, wo selbst heute 1 und gar 10 Gigabit FTTH-Anschlüsse Realität und vollkommen normal sind. Aber gut. Viel eher geht es bei der ganzen Geschichte um das Thema Sicherheit, Flexibilität, einfach alles komplett selbst in der Hand zu haben. Machen wir uns nichts vor, sowas wie 100%ige Sicherheit wird es bei IT-Security nie geben, aber selbst mit ein paar simplen VLANs, Firewall-Regeln, VPN für sicheren Zugriff von außen, ohne direkt alles mögliche am unnötigen Ports zu öffnen, ist man schon echt gut dabei. Erst dann könnte man darüber nachdenken, ein paar neue moderne Goodies wie zum Beispiel CrowdSec in Verbindung mit seinem Reverse-Proxy zu implementieren, um alles, was an Services raus ins Internet geöffnet ist, noch etwas besser abzusichern. Man darf halt nicht vergessen, wir reden hier nicht von irgendwelchen riesen Enterprise-Kunden, Unternehmen mit entsprechend größerer Angriffsfläche, sondern kleinen, mittelständischen Unternehmen, Einzelunternehmer, Leute wie dich und mich da draußen, wo man, vorausgesetzt man weiß, was man tut, mit so einer Open-Source-Firewall-Lösung schon echt gut bedient ist. Gut, jetzt habe ich fleißig mit Passwörtern um mich geschmissen, aber was wären für dich jetzt konkrete, logische nächste Schritte nach der Installation? Grundlage eines jeden Netzwerks ist in meinen Augen eine saubere Segmentierung, Trennung von Internet und LAN, gut und schön, aber auch innerhalb seiner LAN-Zone sollte man doch etwas genauer unterteilen. Stichwort VLANs. Anderes, nicht gerade unwichtiges Thema: Wie kriege ich jetzt wieder WLAN in mein Netzwerk? Macht die pfSense ja nicht von sich aus, wie man es von seinem bisherigen All-in-One-Router-Box-Dings gewohnt ist. Auch, mehr oder minder, sehe ich einen ordentlich eingerichteten Reverse-Proxy mit SSL als richtig nette Basis in meinem Netzwerk, aka das nächstbeste nach: Ich mache alles nur noch über VPN. Manche Dinge will man einfach unkompliziert von außen erreichbar haben, dann aber bitte sauber eingerichtet mit getrennten Frontends und gültigen SSL-Zertifikaten. Somit ist es dann am Ende des Tages nämlich immer noch HTTPS, sprich eine sichere verschlüsselte Verbindung. Auch hier wieder, alles unter dem Video verlinkt, einfach mal bei meiner pfSense-Tutorial-Playlist vorbeischauen, die in den kommenden Wochen und Monaten laufend weiter wachsen wird. Von dem Video soll es das aber erstmal gewesen sein. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen oder weitergeholfen hat, vergesst nicht zu abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen, und bis zum nächsten Video. Servus!